Heute sind wir in Gent. Waffeln und Fritten, das sind schon mal zwei belgische Highlights in Gent. Aber nicht nur das. Die Stadt im Herzen von Flandern überzeugt vor allem mit seinem romantischen Flair. Zu Fuß oder vom Wasser aus, ein Besuch in Gent ist wie eine Zeitreise. Eine Bootsfahrt kostet rund 7 Euro und ist gerade im Sommer sehr beliebt. Die ganze Stadt ist wie ein historisches Freilichtmuseum. Dieser Blick von der St. Michaelsbrücke auf die drei Türme ist der bekannteste von Gent. Sie bilden die Stadtsilhouette und das schon seit dem Mittelalter. In der Sint-Niklaas-Kerk findet regelmäßig ein Antikmarkt statt. Und die St. Bavo-Kathedrale ist von innen besonders schön. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt's an jeder Ecke leckere belgische Waffeln. Am Graslei machst du die besten Fotos. Hier lohnt es sich abends nochmal zurückzukommen. Hier gibt's die besten Fritten der Stadt. Eine coole Abwechslung zum sonst historischen Gent ist die Graffiti Street. Am Wochenende gibt es hier die Free Walking Tours, die dir die Graffitis ein bisschen näher erklären. Die Gravenstein wurde Ende des 12. Jahrhunderts gebaut und ist eine der größten Wasserburgen Europas. Du erfährst hier viel zur flämischen Geschichte und noch heute wird mit dem Schwert gekämpft. Der Rundweg dauert 45 Minuten und führt dich hoch hinauf und bietet dir diese tolle Aussicht. Das Dedelijk-Museum für zeitgenössische Kunst, kurz SMAK, ist eines der bekanntesten Museen in Gent. Es entdeckt sich mit seinen Wechselausstellungen immer wieder neu. Der Zitadellenpark lockt im Sommer mit vielen kleinen Musikfestivals. Und das Stadtmuseum lockt vor allem mit seinen interaktiven Inhalten. Am Abend findest du am Korenmarkt eine riesen Auswahl an Restaurants. Langsam dämmert es, gleich wird die Altstadt wunderschön angestrahlt. Wir beenden unsere Zeitreise mit dieser romantischen Kulisse und freuen uns auf unser nächstes Reiseziel, Brügge. Dach aus Gent! Wenn du noch mehr solche Videos sehen willst, abonniere uns auf YouTube und like uns auf Facebook.